Die Bundesregierung hat eine Website online gestellt, auf der sie uns darüber belehrt, was Desinformation ist. Zumindest, wenn es nach ihr geht. Und wer jetzt schon denkt, was kann dabei schon rauskommen, wenn Robert Insolvenz, Habeck und Annalena, ist mir egal, was meine deutschen Wähler denken, Baerbock erklären, was Desinformation sei und was nicht. Wirklich, es kommt noch schlimmer. Denn das, was hier verkündet wird, hat es richtig in sich, selbst für 2022. Mit Kritik ist das ja so eine Sache. Wahrscheinlich lässt sich keiner gerne kritisieren und schon gar keine Regierung. Das ist nicht neu. Früher gab es empfindliche Strafen für Majestätsbeleidigung und ähnliche Delikte. Heute haben wir dagegen Presse-, Meinungs- und Rundfunkfreiheit und man könnte meinen, wir dürfen uns alle ungehindert aus allen möglichen Quellen informieren. So heißt es etwa in Artikel 5 Grundgesetz: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Die Frage ist allerdings, was sind diese schönen Worte aktuell noch wert? Nur weil es irgendwo steht, muss es nicht unbedingt Realität sein. Beispiel DDR. Auch sie hatte eine Verfassung und dort stand in Artikel 27: Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht, den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Dieses Recht wird durch kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis beschränkt. Niemand darf benachteiligt werden, wenn er von diesem Recht Gebrauch macht. Und die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens ist gewährleistet. Jeder, der im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, weiß allerdings, dass das nicht viel wert war. Menschen, die ihre Meinung frei äußerten, wurden bespitzelt, drangsaliert und saßen nicht selten in den Kerkern der Stasi. Auch das Beziehen von Informationen aus unabhängigen Quellen wurde lange behindert. Westliche Zeitungen und Zeitschriften durften zum Beispiel nicht eingeführt werden und westlicher Rundfunk wurde gestört. Antennen wurden beschlagnahmt und wer beim Zuschauen oder Zuhören erwischt wurde, galt lange als Staatsfeind. Dabei knüpfte die DDR übrigens nahtlos an nationalsozialistische Gesetzgebung an. Wer während des Zweiten Weltkriegs sogenannte Feindsender abhörte, galt als Rundfunkverbrecher und wurde im schlimmsten Fall mit dem Tode bestraft. Auch damals versuchte man, durch Störsender den Empfang für die eigene Bevölkerung zu verhindern. Umgekehrt war das übrigens nicht so. Es war nicht verboten, in Westdeutschland den DDR-Rundfunk zu hören und es war auch nicht verboten, in England Rundfunk von Nazi-Deutschland abzuhören. Die Logik dahinter: Die Bürger eines freien Landes sind wohl selbst in der Lage, sich ein Bild zu machen und die Zuverlässigkeit von Quellen zu beurteilen. Es steht einer Regierung einfach nicht zu, den Bürgern vorzuschreiben, woher sie ihre Informationen beziehen. Wo stehen wir aber heute gemessen an diesen Maßstäben? Nun, man darf sich zumindest Sorgen machen über die Haltung der Bundesregierung und der EU zum Thema. Natürlich spricht heute keiner mehr von Feindsendern oder Rundfunkverbrechen. Man spricht stattdessen von Desinformation. Und die kommt natürlich immer aus Russland. Die Bundesregierung betreibt sogar eigene Websites, um vor dieser vermeintlichen Desinformation zu warnen. Das Problem nur: Desinformation scheint für die Verantwortlichen alles zu sein, was sie irgendwie kritisch mit der Regierung auseinandersetzt. Beispiel 1: Das Narrativ Eliten gegen das Volk. Hiernach betreibt jeder, der der Bundesregierung und anderen sogenannten Eliten vorwirft, gegen das Volk zu agieren, Desinformation. Das ist natürlich bemerkenswert, denn jede Opposition wird das ihrer Regierung vorwerfen. Natürlich sagt die Opposition, ihr macht das schlecht, das schadet uns. Gerade in Deutschland, wo doch Olaf Scholz jeden Tag beweist, dass es nach Merkel tatsächlich noch ein bisschen schlechter geht. Und selbst mal angenommen, wir hätten eine total gute Regierung, dann würde, dann müsste, dann sollte die Opposition immer noch sagen, es geht ein bisschen besser. Gut, das ist jetzt in Deutschland gerade beim besten Willen nicht der Fall, aber der Punkt ist, wenn die Regierung alles gut machen würde, bräuchte es keine Opposition. Aber vielleicht ist ja genau das die Idee oder der Wunsch der Bundesregierung. Beispiel 2: Der drohende Kollaps. Hiernach ist jeder, der vor dem drohenden Kollaps zum Beispiel unserer Wirtschafts-, unserer Währung, unserer Energieversorgung oder unserer Sozialsysteme warnt, ein böser Desinformant. In Inflationszeiten und Zeiten explodierender Energiepreise entbehrt das nicht einer gewissen Ironie. Schließlich empfehlen uns inzwischen sogar staatliche Stellen, Notvorräte für den Winter anzulegen. Robert Habeck würde vermutlich sagen, es gibt keinen drohenden Kollaps, bereitet euch nur darauf vor, keinen Strom und kein Essen zu haben. Eine Ausnahme gilt aber übrigens natürlich nicht als Desinformation.
Wer sich an der Straße festklebt, weil er Angst vor schlechtem Wetter hat, der verbreitet natürlich keine Panik, sondern ist ein mutiger, aufrechter Aktivist oder so ähnlich. Aber jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel. Beispiel 3, die Haha-Ganda. Die nennen das wirklich so. Wer mit Humor dem Regierenden begegnet, der macht sie verächtlich und sei damit auch ein Teil feindlicher Propaganda. Also hüten Sie sich davor, Olaf Scholz für seine Gedächtnislücken auszulachen, Annalena Baerbock zu fragen, wer ihr nächstes Buch schreiben wird, oder Robert Habeck für seine offenkundige wirtschaftspolitische Inkompetenz zu verspotten. Denn Humor, so meinen es unsere Bundesregierung und die EU, das älteste Mittel der Opposition, der politische Witz, ist sowas wie ein Gedankenverbrechen und macht sie zu einem Putin-Knecht. Mindestens. Man könnte jetzt darüber lachen, wenn das nicht alles so ernst gemeint wäre. Aber die Denke dahinter ist brandgefährlich und sie bleibt nicht ohne Folgen. Denn dieselben Leute, dieselbe Bundesregierung, dieselbe EU sind längst daran, die Meinungsfreiheit zu begrenzen. Vor allem im Internet. Längst wird in sozialen Medien, bei Facebook, Twitter, Instagram und Co. gelöscht, was das Zeug hält. Dabei geht es keineswegs nur um wirklich verbotene Inhalte, sondern um alles, was den Damen und Herren der Regierung nicht passt. Und damit nicht genug. NRW-Gedönsministerin Josephine Paul von den Grünen lässt gerade für mehrere hunderttausend Euro Meldestellen einrichten. Spitzelzentralen für völlig legale Äußerungen, die aber nach ihrer Definition nicht politisch korrekt sind. Und auch die alten Störsender sind wieder da. So lässt die EU verschiedene ausländische Nachrichtenquellen im Internet einfach blockieren. Ob sie wollen oder nicht, in Brüssel schreibt man ihnen inzwischen wieder vor, woher sie ihre Nachrichten beziehen dürfen. Offenbar hält man die Bürger, hält man sie für zu dumm, sich ein eigenes Bild zu machen. Schließlich, so argumentiert man, handelt es sich um staatsnahe Sender. Etwas, was es in der EU, vor allem aber in Deutschland, mit dem teuersten staatlichen Rundfunk der Welt, natürlich nicht gibt. Wie wir gerade bei RBB, NDR und Co. sehen, ist hier alles völlig unabhängig, staatsfern und in bester Ordnung. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich für klug genug halten, sich ein eigenes Bild zu machen und Ihre Informationen frei und ohne Zensoren in Berlin oder Brüssel beziehen wollen, dann habe ich ein Angebot für Sie. Es heißt AfD, für freie Bürger, freie Informationen und gegen Zensur jeglicher Art.